Haben Sie eine Minute? Ich weiß. Ich bin der letzte Mensch, den Sie jetzt sehen wollen. Du bist kein Mensch. Du bist ein Monster. Unsere Gespräche fehlen mir, Ben. Die haben mir wirklich geholfen. So ein Blödsinn. Du bist ein Psychopath, Tate. Die Störung, unter der du leidest, ist nicht therapierbar. Ist das Ihre Diagnose? Ich bin ein Psychopath. Ja, von der schlimmsten Sorte. Du bist charismatisch, überzeugend und ein krankhafter Lügner. Aber hör nicht auf mich, ich bin nur ein Scharlatan. Und übrigens, Therapie nützt gar nichts. Nützt nichts, und warum gehen die Leute dann hin? Wieso? Weil sie nicht die Verantwortung für ihr beschissenes Leben übernehmen wollen. Also labert sie lieber einen Therapeuten mit ihrem Scheiß voll und sofort fühlt es sich wie etwas Besonderes an. Dann können sie ihren verrückten Müttern für alles, was schiefgelaufen ist, die Schuld geben. Kommt dir das bekannt vor? Ich brauche einen neuen Psychiater.
brauchen einen neuen Psychiater. Die Menschen, die du ermordet hast, nur sie kann dir verzeihen. Und du hast sie um diese Chance betrogen. Dann war's das jetzt. Ich kann also gar nichts tun. Es gibt keine Hoffnung auf Gnade. Also das war eine ganz große Vorstellung, Tate. Diese ganze missverstandene Junge-Show. Ich bin drauf reingefallen, Violet auch. Aber ein Psychopath ist per Definition gar nicht dazu fähig, Reue zu zeigen. Also los, versuchen wir es gleich nochmal. Ich bin kein Priester, Tate. Ich kann dich nicht von deinen Sünden freisprechen. Okay, das verstehe ich. Aber können wir nicht... Naja, ab und zu mal rumhängen?